Jetzt Auto dekoriert. Bayernfahne. Sehr schön. Das Mädel hat Plan. Das Mädel hat einen Plan. Sehr gut. Also da ist mir eine Ehre, so beslagt mitzufahren. Jetzt gehe ich mal ein bisschen vor. Das ist auch nicht gut. Ja, genau. Ich bin die Maske hingekriegt. Meine hätte die eine hätte ich da gehabt, wo man hinhängen können. Da steht drauf. Nicht gegen Corona, sondern gegen Faschisten. Ja, gut. Also sehen wir uns dann gleich wieder. Ja. Servus. So. Leute, was ist denn hier los? Grüß euch. Ja. Servus, Thomas TV. Geht's euch gut? Warst du das, ob in der Leopoldstraße auch ein Podcast? Doch, nein, das höre ich jetzt von dir das erste Mal. Ja, das habe ich im Radio gerade gehört. Aha, also nee, wir fahren ja da so lang, glaube ich, das sperren da alles. Grüß dich, hey! Hallo. Komm her, schau direkt. So ein bisschen dunkel zum Filmen, aber ich hoffe, dass das geht. Grüß euch. Servus. Au, oh, hast du da? Ja, das sehen, ja. Sehr schön, danke dir. Servus, grüß dich. Alles klar bei euch. Seid ihr bereit? Bleifuß dabei. Servus, grüß euch. Friedenfahrzeug. Ihr müsst. Ja, da bist du. Wir kennen uns ja, genau. Ach echt? Oder? Ja, haben wir uns schon mal gesehen, wahrscheinlich. Ja. Ihr müsst ja hinter das Frieden. Wir sind Berufsaktivisten. Ja, genau, super. Ja, mit Frieden haben wir sehr hinter dem Friedensfahrzeug hinterherfahren. Ja, wir sind ja knapp dahinter. Genau, wir haben alles. Okay, dann. Gute Idee, Mann. Ja, auf jeden Fall. Hupe geht, oder? Ja, ich muss mal raus. Ciao, servus. Da, schau her. Grüß euch. Servus. Servus, was steht da? Denkpflicht statt Maskenpflicht. Sehr gut. Brain on, Mask off. Ja, genau. Super. Corona-Ausschuss. Auch wichtige Webseite. Genau. Viel Erfolg, viel Spaß. Ja. Servus. 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 Mein Süß. Und mein das Auto, gell? Ja, ich weiß. Aber Thomas, wir kennen uns doch. Ja, klar. Aus Berlin. Spaß. Natürlich. Von der Mensch. Geiles Auto hast du. Ja, danke. Aha, Cermedes. Ja. Gut, viel Spaß dir. Ja, danke gell? Dir auch. Ne? Stopp Söder, ja, das ist auch wichtig. Das war jetzt einmal was. Also ihr merkt schon, ich komme außer Atem hier. Servus. Ah ja, da war ich schon, genau. Sind's? 65 habe ich gehört. 65, ja. Schau mal von München, ne? Hä? Eigentlich brauche ich bei 1000. 1000 mal besser. Aber die stehen alle im Stau und wollen zu Ikea. So, hast du wieder pünktlich hergefunden, hä? Ja, ich habe nach den bayerischen Fahnen mich orientiert. Sehr gut. Gut, so. Dann steigen wir ein wieder. Wir haben schon alle eingeschalten.
Polizei ist dabei. Das passt ja alles, gell? Alle wollen zu Ikea, wir wollen einen Autokurser, das ja. Haben sie alles schön geplant, dass das alles auf ein Datum fällt. Ja. Wo ist denn dein Blaulicht? Das muss der von beim Corso nicht. Also du musst beim Corso immer nah auffahren, natürlich der Geschwindigkeit angemessen, also jetzt nicht so wie ein Geisteskranker mit 50 am anderen am Arsch hängen, aber so, dass du sagst, du der bremst das noch, weil du musst ja eh wahnsinnig aufmerksam fahren. Du musst immer die Warnblinkanlage anhaben, also du musst, das ist quasi, du darfst, sondern du musst das machen. Ja. Du musst dich immer rechts halten, hast du das jetzt gesehen? Ja, hab ich gesehen. Genau. Sogar gefilmt. Ja, dann halt immer schauen, dass die Polizeiautos oder Motorradstaffel, je nachdem wer unterwegs ist, ganz viel Rücksicht auf den nehmen, weil die müssen die Straßen absperren, die sind furchtbar im Stress und da muss man ganz, ganz, ganz arg darauf achten, dass man da jetzt keinen Polizisten oder so erwischt. Oder teilweise, wenn die Straßenabsperrungen dann vorbei sind, laufen die Polizisten, ne, schon bei den letzten paar Autos über die Straße. Also immer richtig stark auf die Polizisten achten, ne. Immer schauen, du darfst bei Rot, du musst bei Rot, du musst bei Rot über die Ampel fahren. Und du musst aber trotzdem immer schauen, es gibt einfach rücksichtslose Fußgänger, Radlfahrer, die gängern halt trotzdem drüber, weil die sagen, ich hab jetzt quer und dann geh ich. Schau mal, jetzt hat unser Finger. Ja, passt. Ich nehme einen Schädel. Scheiße, ich hab mich nicht erwischt. Also, jetzt zum Beispiel hier, wenn du da nicht nah genug auffährst oder so, dann fahren die Bananen da rein und das wollen wir nicht. Die stehen im Stau und wir fahren frei im Corso. Über Rot. Die wollen Möbel, wir wollen Freiheit. Richtig. Wir wollen immer Möbel kaufen, ja, gehen dürfen. Ja, genau. Und nicht bloß im Stau stehen. Genau. Und nicht bloß zwei Tage vor dem Lockdown, weil dann das Virus nicht gefährlich. Ja, genau. Wenn dann irgendeiner hat mir zu mir gesagt, am Rande von der Demo, hat dann gesagt, ja, aber darf ich mich mal mit Ihnen unterhalten? Ich so, ja, selbstverständlich, bitte reden Sie mit mir. Voll gern, dafür sind wir ja auch da. Also, keine Ahnung, ich habe ja gerne andere Meinungen und alles. Und die dann so, ja, stört es Sie nicht, wenn Sie da mit lauter Rechtsradikalen zusammenstehen und so? Wollen Sie jetzt damit urteilen, dass ich irgendwie rechtsradikal bin oder so? Ja, nein, aber die Demo-Teilnehmer, sage ich, ich bin ja ein Demo-Teilnehmer. Ja, aber da sind ja sehr viele Rechtsradikale. Also, dass Sie da nicht dazu kennt, ist glaube ich einer jetzt, aber die anderen, sage ich, sollen wir mal mit den anderen reden? Sage ich, kommen wir uns halt mit drauf. Tut mir leid, sage ich, mit Sicherheit gibt es irgendwo Rechtsradikale, es gibt Linksradikale, es gibt welche, die haben sich in ihrer Religion radikalisiert. Du kannst bei den Menschen in den Kopf reinschauen, aber das ist nicht die Zielgruppe. Ja. Ja, und wir sind nicht da, um gegen irgendwas zu hetzen oder sonst irgendwas, außer vielleicht maximal die Regierung, weil die halt einfach nur noch Scheiße baut. Aber wir sind friedlich. Wir sind keine Organisation wie die Radikalen, die radikal sind und somit gewalttätig. Das sind wir nicht. Das haben wir jetzt schon x Male auf sämtlichen Demos bewiesen. Hoppala. Was macht die? Keine Ahnung. Ja, aber du es gerade ansprichst. Ja, also, aber haben Sie dann nicht Angst, dass die, weil die anderen Leute denken jetzt, sie werden rechtsradikal, sage ich, wissen Sie was? So wie wenn Sie wüssten, was ich arbeite und wie viele Leute da mit Migrationshintergrund sind, ob das meine Kollegen sind oder meine Mitarbeiter, dann kann ich schon mal gar nicht rechtsradikal sein. Und ich weiß für mich, wer ich bin, für was ich stehe und das ist mir mit Sicherheit nichts Radikales. Kommt Energie an. Ja, mit der Maske draußen. Ich sag, die Leute sind komplett dekodiert. Nachts kann ich nicht gut zoomen. Also, weil du das Thema gerade ansprichst, rechts radikal, links radikal, muss ich sagen, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch gegenüber diesen Autokursus, weil ich habe so ein Plakat gehabt, da stand drauf, wir distanzieren uns von Menschen mit rechter Gesinnung. Ja. Und da habe ich das natürlich ein bisschen im falschen Hals gehört, weil du hast ja selber gerade beschrieben, wie wir diffamiert werden mit Rechtsradikalen und so. Oder sage ich, gut, mit Recht hat, was war denn, wenn da dort steht, wir distanzieren uns von Menschen mit linker Gesinnung? Und erst dann wird der bewusst, Worte sind ja wichtig. Ja, also ja. Wie sind die formuliert? Und wenn dann, was doch gegen rechtsradikale Gesinnung. Gegen alle Radikalisierungen. Richtig. Und dann kann man nicht auf ein Plakat draufschreiben, entschuldige, gegen rechts oder gegen links, weil das ist beides legitim. Ja, in einer Demokratie ist das legitim, rechts und links. Du musst ja die leicht Rechten und die leicht Linken und so, das musst du haben, weil du brauchst die Meinungsfreiheit. Ja, du brauchst
die Verschiedenheit. Das ist doch das Schöne an uns Menschen, dass wir nicht alle das Gleiche denken und das Gleiche tun, weil sonst darf man alle gleich ausschauen und das war langweilig. Hätten wir uns alle, schau, sie winkt, hätten wir uns alle dasselbe zum Verzeihen. Ja. Jetzt haben wir natürlich das Plakat, da habe ich das oben markiert, da haben sie es doch tatsächlich geändert. Das Plakat. Ja, das habe ich jetzt mitverfolgt, aber das, also ihr... Ja, das war dann anders. Das war ja eigentlich der Hintergrund dabei, weil die Medien sagen ja nie, wir sind irgendwie linksradikal oder sonst irgendwas. Sie sagen ja immer nur, wir sind alles Rechtsradikale. Weil die rechte Schiene zieht halt in Deutschland am besten, da haben wir keiner mehr mit was zum Tor haben. Was ja aber gut so ist, dass jeder sagt, pass auf, das sind wir nicht und dafür stehen wir nicht. Und das wie wollen wir alle Kopf? Aber... Es war halt gedacht, einfach nur um den Medien die Luft rauszunehmen, das wieder als eine Veranstaltung von Rechtsradikalen zu betiteln. Und da hat man halt nur darauf geschaut, dass die Medien quasi das nicht so hindrehen können, wie sie das gerade wieder wollen. Und das ist halt dann natürlich ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Das war jetzt nicht ganz so schick, aber... Ja. Wir fahren zwar jetzt Richtung Landtag. Ja, vielleicht haben sie es diesmal freigegeben. Haben sie es diesmal freigegeben? Das war natürlich was. Wenn wir da vorbeifahren dürfen. Aber da wird jetzt Echo nicht mehr sein. Aha, da. Die kennen aber nicht zu uns da, die da. Ja. Die wollen. Die wollen heim, aber da sind sie die nächste Zeit noch lang genug. Das sind natürlich viele doch nur deswegen sauer. Die sind die wahren Egoisten, weil sie immer sagen, wir waren Egoisten. Ja, weil wir wollen ja bloß. Wir wollen ja bloß die Freiheit. Wir wollen ja bloß die Freiheit. Für alle. Wir waren Egoisten, weil wir keine Maske tragen wollen. Darum geht's doch gar nicht. Es geht doch schon lange mal um diesen scheiß Mundfett. Aber ihr seid Egoisten, weil ihr steht da im Stau, ja, kauft tonnenweise Toilettenpapier die anderen Leute weg. Ja, vor lauter Angst, jetzt kannst du mit dem dreckigen Arsch sterben. Das ist doch so. Nein, geht's nur, es wird der Lockdown ausgerufen, alle Latschen sind die Geschäfte wie die Behinderten. Ja. Weil wir haben ja ein Killer-Virus. Was ist das, diese Doppelmoral der Menschen, ja, geht mir auf den Sack. Ja, weil... Die zwei stehen jetzt draußen beim Raha, ja, und drin draußen wieder Maske. Ja. Super, was bringt das? Ja. Ja, also das klingt, also das kleine Doppel-Mittelfinger. Stereo-Mittelfinger. Ja. Damit wir uns sicher sehen können, dass wir das ernst machen. Genau, die schauen wir uns dann wieder an, wenn es soweit ist und hier alles totalitär ist. Aber das sind genau die das sogar wollen. Ich glaube, dass die wissen ganz genau was. Ich glaube, die stehen auch drauf. Es gibt manche Menschen, die finden das super. Ja, das sind, glaube ich, gar nicht wenig Leute. Nein, es gibt Leute, die sagen einfach, nein, mich stört das nicht, mehr, dann bleibe ich halt daheim, mein Gott, dann habe ich halt keine Freunde, dann habe ich halt keine Familie, dann besuche ich die halt wann anders, ist mir doch alles wurscht. Genau. Das nennt man dann Egoismus. Das ist einfach was, was ich am ganzen Tag.